Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, leider gibt es heute keine gute Nachricht. Unsere am vergangenen Freitag vorgestellten Katzen haben keine Interessenten gefunden. Das ist für die zwei Miezen sehr traurig und sie müssen nun weiter in Gefangenschaft verharren. Hoffentlich werden sie bald von ihren Menschen entdeckt. Heute stellen wir als erstes ein ganz niedliches Löwenkopf-Mischlingskaninchen vor. Es ist ein Männchen und wurde am 30. August in Gotha im Berggarten gefunden. Im Tierheim Archinoa ist es auf ungefähr ein halbes Jahr geschätzt worden. Vielleicht ist es irgendwo aus einem Garten entwischt und ein Kind vermisst sein Kaninchen schon sehr. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass das posierliche Nickelchen auf diesem Weg erkannt wird. Meldet sich kein Besitzer, wird das Kaninchen an Liebhaber abgegeben. Am schönsten ist es, wenn Kaninchen zu zweit leben. Vielleicht wartet ja irgendwo schon ein Kumpel auf den Gesandten. Kastriert ist das Fundkaninchen noch nicht. Also kann man es nicht zu einer Kaninchendame setzen, es sei denn, man möchte eine Familie dieser süßen Tiere. Jetzt bekommt ein ganz besonderer Kater seine Vorstellung. Der schwarz-weiße Miezer wurde schon am 24. Juni in der Gotha-Oststraße gefunden und es hat sich leider kein Besitzer gemeldet. Er wird auf ungefähr 2,5 Jahre geschätzt. Wie man leicht erkennen kann, ist dieser Kater etwas Besonderes. Majestätisch platziert er sich zum Fotografieren und man hatte den Eindruck, Katerchen war schon des Öfteren auf einem Fotoshooting. Tierheimleiterin Katrin Mattes, die auch verantwortlich im Katzenhaus ist, berichtet, dass Jackie es ganz besonders sauber liebt. Er gibt Acht, dass das Umfeld seiner Katzentoilette rein bleibt. Und genauso sieht es um sein Futternäpfchen aus. Da es natürlich auch viele Menschen gibt, die es sehr reinlich lieben, sollte es doch kein Problem sein, das passende Zuhause für einen Saubermann zu finden. Jackie mag keine Artgenossen und möchte allein in seinem neuen Revier leben. Er ist kastriert und möchte gern Freigang genießen. Mit den Menschen ist der Kater sehr lieb, ruhig und anschmiegsam. Interessenten holen sich mit ihm einen echten Schatz nach Hause.